Immer wieder machten Trennungsgerüchte die Runde, doch nun scheint es offiziell zu sein. Das einstige Traumpaar Mats, 33, und Kathy Hummels, 34, ist offenbar Geschichte. Die beiden haben laut Informationen der Bild-Zeitung die Scheidung eingereicht. Schon in der Vergangenheit hat Kathy, sobald Gerüchte die Runde gemacht haben, gerne mit doppel-DUT-eigen Instagram-Postings darauf reagiert. Auch jetzt lässt sie ihre Fans und Follower mit einem kryptischen Beitrag an ihrer Gefühlswelt teilhaben. Auf der Fotoplattform veröffentlichte sie mehrere Bilder, auf denen sie im luftigen Sommerlook in einem Torbogen posiert. Ein weiteres Bild zeigt sie zusammen mit Söhnchen Ludwig, 4, Hand in Hand beim Überqueren einer Straße. Sie sind ein eingespieltes Team und ein unerschütterliches Duo, wie Kathy Hummels auch in der Bildunterschrift deutlich macht. Was sagt Kathy eigentlich selbst zu den Schlagzeilen rund um das turbulente Liebesleben von Mats? Wir haben sie gefragt. Im Video oben gibt es die Antwort. Kathy Hummels mag Veränderungen nicht so gern. Sie betont, dass sie Veränderungen nicht mag, ergänzt diese Einschätzung aber mit der Weisheit, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine neue. Aber wichtig ist ihr auch, und hier scheint sie auf ihr nun publik gewordenes Liebesaus anzuspielen, Veränderungen zu akzeptieren. Es hilft einem, auch wenn es weh tut. Ich akzeptiere es und bin wie immer so gut es geht positiv. Ihre größte Motivation, um positiv zu bleiben, ist der kleine Ludwig. Für Ludwig. Für mich. Für unser Leben. Let's go. Nur wohin? Klingt ganz danach, als würden sich Mama und Sohn auf den Weg zu neuen Ufern begeben. Papa und Ehemann Mats wird hier bewusst ausgeklammert. Dafür spricht auch der von Kathy Hummels zum Abschluss gewählte Hashtag Raute Mamas on Forever, zu Deutsch, Mama und Sohn für immer. Egal, was zwischen ihr und dem Fußballnationalspieler passiert ist oder noch passieren wird. Ludwig wird immer an erster Stelle stehen. Mats Hummels und Kathy sind für Sohn Ludwig da. Auch als die Trennungs- und Fremdgehgerüchte rund um Mats Hummels auf ihrem Höhepunkt waren und mit Lisa Straube, 21, und GNTM-Gewinnerin Celine Bethmann, 23, ständig neue Frauen in das Leben des Fußballers traten, bemühten sich die beiden dennoch ihrem Sohn zuliebe immer darum, das Bild der harmonischen Familie aufrecht zu erhalten. Bleibt zu hoffen, dass sie diesem Credo auch in Zukunft noch treu bleiben werden.